Es ist der seltsamste Planet des Universums, der bisher gefunden wurde. Dieser Exoplanet ist wirklich äußerst, äußerst merkwürdig. WASP 121b ist nicht nur so super, super heiß, er hat auch eine äußerst kuriose Form. Er sieht nämlich aus wie ein American Football. Und noch etwas lässt Astronomieteams weltweit staunen. Der Exoplanet schleudert Metalle ins All. Dort gibt es Eisengas. Total verrückt. Klicks um Science and Fiction gibt's täglich. Faszinierende Science-Videos, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Der Exoplanet trägt die Katalognummer WASP 121b und umkreist einen Stern im Sternbild Achterdeck am Südhimmel. Er liegt rund 900 Lichtjahre von der Erde entfernt und hat dreimal so viel Masse wie Jupiter. Und der ist ja der größte Planet in unserem Sonnensystem. Astronomieteams konnten WASP 121b bereits vor 4 Jahren, 2015, aufspüren und eine wirkliche Besonderheit beobachten. Der Exoplanet ist nämlich äußerst kurios geformt, weil er seinen Heimatstern so eng umkreist, wird er von dessen Gravitation fast zerrissen. Aber eben nur fast. Seine Form jedenfalls wird extrem in die Länge gestreckt und die Ähnlichkeit zu einem American Football lässt sich nicht abstreiten. Doch das, was das US-Forschungsteam jetzt nachweisen konnte, ist eine echte Premiere. Mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops konnten die Fachleute nämlich beobachten, dass der Exoplanet Metalle ins Weltall schleudert. Konkret konnten mit dem Space Telescope Imaging Spectrograph Wolken von Eisen- und Magnesiumgas um WASP 121b beobachtet werden. Die Analysen zeigen, dass die obere Atmosphäre des Exoplaneten auf unglaubliche 2500 Grad Celsius aufgeheizt wird, bedingt durch seine Nähe zum Stern. Wow! Solch eine hohe Temperatur konnte bislang auf keinem anderen bekannten Exoplaneten nachgewiesen werden. WASP 121b wird in der Fachsprache auch als sogenannter Hot Jupiter bezeichnet. Damit sind Gasplaneten gemeint, deren Masse ähnlich zu der des Jupiters ist oder sogar größer und auf deren Oberfläche es zudem sehr heiß ist. Diese extrem hohe Temperatur erklärt auch, warum Metalle wie Magnesium oder Eisen als Gas ins All geschleudert werden und nicht in der Atmosphäre kondensieren. Auf diesem Exoplaneten ist es also tatsächlich so heiß, dass sogar Eisen verdampft und in den Weltraum verschwindet. Magnesium und Eisen kommen hier also in gasförmiger Form vor und steigen in die obere Atmosphäre auf. Dort entweichen sie dann ins All, zusammen mit Helium und Wasserstoff. Bislang kannten Fachleute solche Metallgase auch von anderen Planeten, allerdings nur innerhalb der Atmosphäre. Eine absolut spannende Entdeckung also. Dazu David Singh, der an der Studie beteiligt war. Schwermetalle wurden bereits auf anderen Hot Jupiter gesehen, aber nur in der unteren Atmosphäre. Also weiß man nicht, ob sie entweichen oder nicht. Bei WASP 121b haben wir Magnesium und Eisengas so weit weg von den Planeten beobachtet, dass sie nicht mehr durch Schwerkraft gebunden sind. In Zukunft soll dieser außergewöhnliche Exoplanet auch mit dem James Webb Weltraumteleskop beobachtet werden. So erhoffen sich Forschungsteams weltweit, dass dann eine detaillierte Analyse aller chemischen Elemente möglich wird. Diese Erkenntnisse, die könnten eine große Hilfe dabei sein, die Bildung solcher Hot Jupiter und Planetensysteme im Allgemeinen besser zu verstehen. Biomarker für Exoplaneten. Wie finden wir eigentlich Exoplaneten, auf denen es Leben gibt? Super spannendes Thema von Hyperraum TV. Anklicken, anschauen und Hyperraum TV abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.